Kameradschaft steht schwarz-weiß. Die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen. Und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Interessantes Spiel, ich weiß nicht, wie es die Zuschauer gesehen haben. Es war halt sehr von der Taktik geprägt. Man hat schon gemerkt, dass sich beide Mannschaften ganz gut kennen von letzter Saison. Keiner wollte am Anfang ins offene Messer rennen. Ich denke mal, gerade speziell die erste Halbzeit haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, waren sehr kompakt gestanden. Habe allerdings erwartet, dass Garching ein Stück weit offensiver agiert, mit mehr Druck drauf. Haben sie nicht gemacht. Wir haben auch ein bisschen abgewartet. Es war in der ersten Halbzeit einfach so. Beide Mannschaften haben, denke ich mal, Riesenmöglichkeiten gehabt zum 1-0.
keiner hat es gemacht. Und in der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Spiel. Keiner wollte zu früh was auflösen. Und ja, in der Summe, glaube ich, da noch mal ein riesen Glück gehabt bei dem Lattenknaller und dann auch mit dem Nachschuss. Aber auch davor haben wir noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit gehabt, wenn da der letzte finale Ball kommt, da vorne auch gut, da können wir auch wieder das 1-0 machen. Und ich denke mal, dass es ein leistungsgerechtes 0-0 war. Leider 0-0, weil ich glaube, dieses Spiel hätte für die Zuschauer zumindest verteufeln nehmen. Ich muss dem Carsten Glückwunsch sagen, dass er hier einen Punkt mitnimmt mit seiner Mannschaft. Ich denke, wir haben. Ja, ihr habt es ein bisschen anders gesehen. Also die Taktik war heute wahnsinnig im Vorderrang gestanden. Wir wollten, oder hat er richtig gesagt, beide nicht mit offenem Messer laufen. Ich sehe vor uns ein kleines Chancenplus. Also sicherlich haben sie in der ersten Halbzeit, Choco hat ein riesen Ding auf dem Fuß. Wir haben aber auch zwei Top-Chancen auf dem Fuß in der ersten Halbzeit. Und schon in der ersten Sekunde müssen wir eigentlich den Ball reinmachen, der Ball ist ein bisschen versprungen. Natürlich hat der Spieler mit dem Knie gekriegt und Gerrit hat ihn dann am langen Pfosten vorbei. Ja, zweite Halbzeit denke ich auch. Wir haben sehr konzentriert beide Mannschaften weiter gespielt. Es wollte wirklich keiner irgendeinen Fehler machen. Und da ist, hoffe für die Zuschauer, nicht ein langweiliges Spiel rausgeworden. Ich glaube, es ist spannend bis zum Schluss, weil jede Mannschaft hat auf das finale Ding halt auch gewartet. Wir haben ein bisschen abwartend in der zweiten Halbzeit agiert und ja, haben leider dann auch mit dem Lattentreffer, mit dem Nachschuss das Ding nicht gemacht. Wir haben da Top-Heimspiel geboten mit zwei spielerisch starken Mannschaften. Und so wie Carsten sagt, ich glaube, wenn es so weitergeht, können wir alle da sehr glücklich sein. Euch zwei, ich wünsche euch beiden natürlich jetzt viel Erfolg am Wochenende dann beim 5. Spiel. Hoffentlich auch an der 5. Sieg, weil es macht auf jeden Fall Spaß, gegen Pullach zu spielen. Man hat es heute auch gesehen. Und auch am Mittwoch um 8:19 Uhr in Landshut. Viel Erfolg. Danke.